Nicht wundern, die ersten 3 Sekunden hat die Facecam gelaggt. Viel Spaß. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Im Hintergrund seht ihr heute das Gameplay, in dem ich Camo ausnahmsweise mal im Rucksack hatte. Ihr wisst ja, dass ich mich sehr, sehr gerne in Camos Rucksack befinde. Dort gibt es zum Beispiel ein sehr nettes Getränkefach. Er hat auch immer ein bisschen Proviant dabei und deswegen bin ich dort sehr gerne. Aber hier habe ich mal den Win ausnahmsweise geholt und Camo war dabei. Am Ende hatte ich sogar mehr Kills als er. Ich glaube, wir hatten zusammen mal über 20 Kills. Auf jeden Fall richtig, richtig nice Gameplay, würde ich sagen. Ihr seht dann am Ende, wie viele Kills ich habe. Ich will es nicht direkt verraten für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben. Das ist gar nicht lange her. Das war ein Camos Livestream vorgestern, glaube ich, wenn ihr das Video seht. Ich habe heute auch wieder 6 Stunden gestreamt und ich vermute mal, wenn ihr dieses Video hier seht, dass ich dann auch gerade jetzt wieder live bin auf Twitch. Ich bin sowieso sehr oft live auf Twitch. Falls du es jetzt siehst und ich bin nicht mehr live zum Beispiel, dann würde ich dir empfehlen, mir einfach auf Twitch zu folgen. Dann hast du da eigentlich immer alles. Ich bin zurzeit echt mehr Streamer als YouTuber irgendwie, deswegen bin ich dort sehr, sehr viel unterwegs. Wollte ich nur Bescheid sagen, Leute. Ja, also das ist das Gameplay. Live konnte ich es nicht aufnehmen, weil es halt eben in Camos Livestream passiert ist. Wollte ich jetzt nicht auch eine Aufnahme starten oder selber den Stream. Wir machen das eigentlich immer zurzeit ganz gut, er und ich. Wir teilen uns das eigentlich ein. Wir sind zurzeit so ein bisschen so als Duo viel unterwegs. Seht vielleicht auch bei Fortnite Deutschland gibt es auch hin und wieder so einen kleinen Clip. Meistens ist es dann aber komischerweise so, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme dann aus Camos Sicht ist, ich schon gestorben bin. Kann ja eigentlich gar nicht sein, ist aber irgendwie so. Okay, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, scheiß mal jetzt aufs Gameplay. Ich werde natürlich die Szenen schon kommentieren. Übrigens wundere ich mich nicht darüber, dass die FPS etwas weniger sind. Ich muss es schon wieder aus dem PlayStation-Dingens nehmen. Also meine besten beiden Runden bisher, wobei morgen kommt noch eine ziemlich nice Runde. Das würde ich sagen, morgen kommt meine beste Runde bisher. Aber die lustigsten oder coolsten, spannendsten Runden sind immer die Elgato und die Aufnahmen nicht an. Beste Leben auf jeden Fall dafür. Na gut, Leute, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache heute hier, während dieses Gameplay im Hintergrund läuft, ein Scorpion Plays FAQ. Das geht immer um COD, Fortnite und Gaming im Allgemeinen und deswegen habe ich euch auf Twitter nach Fragen gefragt und ihr habt mir einige gestellt und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal durch diese Fragen etwas durch. Nico fragt, denkst du, dass du Fortnite trotzdem weiter zocken wirst, wenn Black Ops 4 draußen ist? Zum Zeitpunkt jetzt würde ich definitiv ja sagen. Ich habe ja sogar, obwohl die Beta draußen war, mehr Fortnite gespielt, am zweiten Wochenende zumindest, einfach weil mir Fortnite zurzeit extrem viel Spaß macht. Auch wenn COD jetzt in letzter Zeit vielleicht mehr Klicks gegeben hat oder so, aber mir macht Fortnite einfach gerade Spaß, weil ich mich da einfach gerade mega wohlfühle. Ich verbessere mich von Tag zu Tag, klar. Es ist immer ein Potenzial nach oben, aber ich habe mich schon in den letzten 2-3 Wochen deutlich, deutlich gesteigert. Das steht auch sehr, sehr häufig in meinem Chat und in den Kommentaren habe ich es auch schon häufiger mal gesehen. Deswegen vielen Dank dafür. Im Übrigen, hier war der Vertrauensmove. Camo meinte, das ist wahres Vertrauen, weil ich da gebaut habe. Aber warum soll ich nicht bauen? Ich will ja auch nicht sterben an der Stelle, oder? Habe ich gesagt, ja gut, ich glaube, da ist gleich ein Gegner, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, dann treffen wir hier relativ gleich auf einen Gegner. Egal, gucken wir gleich mal nach. So, auf jeden Fall, Leute, folgendes. Wie gesagt, Fragen beantworten. Und da würde ich sagen, wenn Black Ops 4 jetzt nicht ultra krank wird, und ich denke mal, es wird zwar krass, aber ob es jetzt ultimativ krass wird, dann werde ich auf jeden Fall auch mal Fortnite spielen. Ich denke mal, es wird dann so eine genügende, schöne Mischung. Wer ist für dich der beste Fortnite-YouTuber in Deutschland? Ist schwer zu sagen, es kommt ja zur Zeit noch, das ist ja wie bei COD, das nimmt ja wieder denselben Lauf, kommt ja sehr, sehr auf Gameplays eigentlich an, außer bei Monte, bei allen anderen aber irgendwie schon. Deswegen glaube ich, das ist schwer zu sagen. Ich glaube so in 2 Jahren so, wenn die Szene so 2 Jahre alt ist, dann werden wir wissen, wer die coolen YouTuber sind und wer am Anfang nur gut war in dem Spiel. Das ist immer so eine Frage, das war bei COD wie gesagt nicht anders. Bei COD bin ich erst in der Phase groß geworden, in der das Gameplay eigentlich schon zweitrangig war. 2013 und 2014 zum Beispiel, 2007 bis 2012 war das Gameplay wahrscheinlich wichtig, aber danach irgendwie nicht mehr. Danach ging es eigentlich nur um Entertainment-Faktor. Und deswegen würde ich sagen, warten wir mal 2 Jahre ab. Übrigens habe ich Camo jetzt hier so billig die Kills geklaut, Alter. So den hier, der war easy, der war nicht geklaut, aber der nächste wird richtig schön geklaut, ey. Also das kann doch nicht sein, Mann. So, guck mal, wie ich ihn mir jetzt hole. Warte. wie konnte ich diesen Kill überhaupt bekommen, Alter? Naja, die Nate, die Nate. Okay, Leute, die nächste Frage, alles klar, Digga, ist die neue Sniper länger oder deine Nase? Da würde ich dann doch tatsächlich eher die Nase sagen. Welche Map willst du bei BO4 Multiplayer zurück und welche bei Battle Royale? Ich glaube, Battle Royale mit eh einem Misch aus allen geilen Maps und Multiplayer, was würde ich denn da zurück wollen? Raid. Raid ist immer gut. Raid macht keinen Unterschied.
Kein Unterschied wahrscheinlich, oder? Raid macht nie was falsch, würde ich sagen, ganz genau. Wie sieht deine weitere E-Sports-Karriere aus? Hast du Bock auf einen neuen Clan, auch bezogen auf Fortnite? Also erstens, was heißt weitere E-Sports-Karriere? Ich habe noch nie eine E-Sports-Karriere gehabt. Ich bin immer schon so ein Hobbyzocker gewesen, der halt eigentlich... Ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Hobbyzocker, aber eigentlich bin ich Hobbyzocker. Neuen Clan ist... Nee, einen Clan werde ich mir keinen mehr machen und auch nie wieder einem joinen. Nach aktuellem Stand Fortnite oder BO4? Nach aktuellem Stand würde ich Fortnite sagen. Aber ich lasse mich, wie gesagt, immer gerne überraschen. Und ich bin der Meinung, da kommt auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Phase, wenn man nämlich die Alternative hat und hin und her switchen kann. Das gab es eh noch nie. Seit wir das uns alle hier treffen, gab es das noch nie, Leute. Und deswegen bin ich einfach mal sehr, sehr gehypt darauf. Ich hatte übrigens noch eine Granate und dachte, jetzt mache ich hier das Big Play. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich aber. Auf jeden Fall, ist krass. Ich mache jetzt für du von ab jetzt noch relativ viele Kills eigentlich. Eigentlich ganz entspannt, Leute. Camo LRF oder Sonny, fragt Nick. Ich würde Sonny schon sagen, weil Camo weiß man ja nicht. Ich glaube, Camo sieht ja in Real Life aus wie auf dem Thumbnail, wie der Ghoul Trooper. Dementsprechend, ja. Camo und ich haben ja so einen Running Gag. Da müsst ihr auf Twitch einfach mal vorbeischauen, dann werdet ihr auch erfahren, welcher das ist. Würdest du für 1000 Euro nie mehr COD spielen oder für 1 Euro nie mehr Fortnite? Boah, ist das eine Scheißfrage. Hier habe ich mich übrigens abgeseilt. Langsam lerne ich. Warte mal, ich muss mir überlegen. Warte mal, für 1000 Euro nie mehr COD. Ich würde 1000 Euro bekommen, das nicht mehr spielen. Oder 1 Euro bekommen, nie mehr Fortnite spielen. Das ist echt eine. Das kann ich nicht beantworten. Das ist einfach schwer. Wahrscheinlich die schwerste Frage aller Zeiten. Wirst du auch mal Turniere in Fortnite machen? Ich habe jetzt selber den Scorpion Cup, weil ich noch nicht benutzerdefinierte Spiele bekommen habe. Falls ich das bekommen sollte, hätte ich auf jeden Fall Bock. Aber zuerst habe ich Bock, selber Turniere mitzuspielen. Und zwar beim Skirmish werden ja zum Beispiel, also wer Skirmish nicht kennt, das ist jedes Wochenende ein sehr, sehr hoch dotiertes Fortnite-Turnier. Werden ja auch sehr oft Influencer eingeladen, die auch gar nicht so extrem gut sind. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wäre das meine Chance. Ich lerne ja immer dazu, aber ich hätte Bock, wenn der... Der wird nicht gelasert, der auch nicht. Gleich wird aber einer absolut von mir gelasert, Leute. Also komplett auseinandergenommen. Habe ich beide Kills bekommen? Ne, einen habe ich bekommen. Ich glaube, der gleich kassiert die Scar-Headshot seines Lebens von mir. Ich glaube, da war jeder Schuss drauf. Müssen wir gleich mal schauen. Da hinten habe ich noch hinterm Stein auf jeden Fall einen gesehen. Naja. Also Camo hat sich in der Runde schon in meinem Rucksack... Nein, das ist natürlich immer nur Spaß, wenn ich sowas sage, ne? Das ist immer nur Spaß. Also wir machen immer diesen Rucksack-Running-Hack, je nachdem, wer gerade im Rucksack ist. Und man muss natürlich da ehrlich sagen, die meiste Zeit bin ich. Ich glaube, der wird jetzt gelasert hier. Zack. Ja, weg mit dir. Kannst du dir mal vorstellen, irgendein Game auf dem PC zu zocken? Also, ich habe neulich im Stream mal Fortnite auf dem PC gespielt mit Controller. Und an alle, die das noch nie ausprobiert haben. Ich bin ja Consolero durch und durch. Ich liebe Konsole, immer Konsole gewesen und so. Aber das ist so, ihr glaubt nicht, wie krass sich das anfühlt. Wenn du eine Platte besetzt, wie schnell die gebaut wird. Man denkt immer auf PlayStation, man hat keinen Lag. Oder man hat mit dem Controller keinen Lag, aber man hat so einen krassen Input-Lag, Alter, auf der Konsole. Auf der PlayStation, auf dem PC, das ist so zack, Alter. Das ist unnormal krass. Was hältst du von der neuen Sniper in Fortnite? Zu stark. Sie ist schon brutal, aber man kann ja immer noch nicht wallbang, man kann halt eine Wand mit einem Schuss zerstören, was schon ziemlich krass ist, aber ich würde sagen, es ist eigentlich okay. Ich glaube, das Spiel hat so eine Sniper gebraucht, weil ich bin ja der Hitmarker Master Number One mit dem Jagdgewehr zum Beispiel und mal weniger Hitmarker zu verpassen, ist schon, glaube ich, ein geiles Gefühl und deswegen würde ich sagen, ich finde es eigentlich ganz nice und ich bin immer der Meinung, es müssten noch viel mehr Waffen ins Spiel kommen, es soll einfach so eine übelst krasse Vielfalt geben irgendwann. Waffenmäßig kann man COD ja zum Beispiel nichts vormachen, gibt es immer verschiedene geile Waffen und deswegen hoffe ich, dass wir da noch ein bisschen mehr bekommen, weil jetzt ist es ja so, im Late Game hast du immer das gleiche Inventar, eigentlich das, was ich jetzt gerade habe. Vielleicht hast du noch eine Heavy Pump oder eine RPG, aber du hast meistens auf der vierten Slot eigentlich was zum Healen oder einen Trank oder so und Scar, Shotgun, Tommy würde ich jedem empfehlen und deswegen, keine Ahnung, ich glaube eigentlich, dass das Spiel schon noch ein paar coole Waffen gebrauchen könnte. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Denkst du, BO4 kommt an den Fortnite-Hype dran oder wird noch einen krasseren Hype haben? Beides wahrscheinlich nicht. Also, wie gesagt, ich liebe COD. Ich habe dieses COD. Das ist, ohne das würde ich hier nicht sitzen. Hier habe ich kaum übrigens ein bisschen geprankt. Fand ich lustig irgendwie. Echt saulustig. Ich weiß, wenn ich jetzt nochmal sehe, dann muss ich mich ja richtig zusammenreißen, mich nicht totzulachen. COD ist so viel zu verdanken und COD ist immer meine Nummer 1 gewesen. Aber man muss sagen, Leute, der Fortnite-Hype, sowas habe ich noch nicht erlebt. Habe ich, glaube ich, im letzten Video schon immer angesprochen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist zu krass, was diese Community gerade ermöglicht und dann Teil dieser Twitch-Community geworden zu sein. Und so. Das ist einfach ein geiles Gefühl und ich hoffe,
dass wir da noch viel geile Zeit zusammen haben. Deswegen will ich gar nicht, dass da irgendwas mit irgendwas verglichen wird. Wir haben einfach eine geile Zeit unterm Strich und das ist mein Ziel für die Black Ops 4 und Fortnite-Ära. Wie wird sich der Kanal weiterentwickeln? Stehst ja kurz vor der 1 Million, was früher echt undenkbar war, als du noch Minecraft gebracht hast. Ja, das ist ein ganz alter Hase. Ich habe ja auf Scorpion Place früher only Minecraft gebracht. Und zwar nicht irgendwie so ein, irgendwie was damals Klicks gebracht hätte, sondern wir haben einfach ein Let's Play zu viert gemacht, einfach hochgeladen. Das war einfach epische, epische Zeit, wenn ich daran zurückdenke. Total krasse Zeit. 10.000 Klicks pro Folge gehabt und die Leute haben das Projekt so gefeiert. Eigentlich eine übelst geile Zeit, wenn man zurückdenkt. Ja, was heißt, eigentlich bin ich nicht kurz vor der Million. Ich hatte zwar 800k, aber das Wachstum ist extrem langsam gerade, weil ich in der Fortnite-Community noch nicht angekommen bin. Aber wir können ja mal schauen. Übrigens habe ich noch nie gesehen, dass man eine Scar für 300 Holz kriegt. Eigentlich voll krass. Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich gar nicht so kurz davor. Eigentlich sind mir Zahlen auch nicht so wichtig. Ich hoffe einfach, wir haben noch eine geile Zeit. Ich glaube, hier mache ich jetzt schon wieder beide Kills, Alter. Im Übrigen hier kurz Bautismus angewandt. Ich glaube, ich werde bald die Bautismus-Therapie rausbringen, wie man Bautismus richtig übersteht, wie man damit klarkommt und ja. Mal schauen, ob ich da eine lustige Idee für habe. Ich glaube, der Gunfight ist jetzt ziemlich lustig, weil der wird, glaube ich, jetzt gelasert. Ja. Und nee, da hat er doch Camo den anderen geholt. Ja, das war eine schöne Arbeitsteilung hier auf jeden Fall. Also muss man sagen, sah eigentlich ganz sexy aus. Ich glaube, jetzt tausche ich auch... wir werden sogar angeschossen jetzt, Alter. Ich glaube, das war es komplett. Ich glaube, ich wollte noch schnell die Heavy Pump und den RPG haben. Und das ist jetzt eigentlich, wenn du jetzt, sage ich jetzt immer noch zwei Slurper hättest, da wo das Medikit ist, das ist jetzt eigentlich der fast perfekte Loot. Klar, goldene Skull würde noch gehen, blaue Tommy würde noch gehen, goldene RPG. Ich dachte mir, wie kriege ich denn das am heftigsten da runtergeschossen? Hab da jetzt genauso reingeschossen und perfekt ist es aufgegangen. Er ist noch richtig auf die Fresse gefallen und das war jetzt natürlich easy going. Der hier wird geholt, der andere wird von Camo absolut gelasert. Und sah zu dem Zeitpunkt in der Runde eigentlich ganz knackig aus. Wann kommt der Scorpion Scarf wieder? Wenn ich das wüsste, dann wäre mein Leben viel mehr Sinn machen. Was hält Sony davon, wenn du so lange in Fortnite oder COD sitzt und suchtest? Erstmal cool, dass du mein Emblem als Bild hast, Hendrik. Dankeschön, ein wahrer Supporter. Also, ich würde dazu Folgendes sagen, pass auf, ich habe die letzten 2 Jahre, seit wir zusammen sind, eigentlich nie so heftig gesuchtet, weder in der WW2 Beta, noch zu Release von WW2 oder von Infinite Warfare ja sowieso nicht, und dementsprechend war es eigentlich so, dass wir jetzt gerade zum ersten Mal so eine Zeit haben, aber Sony, meine Beziehung ist halt so ultra wertvoll, und wir haben wirklich nie irgendwelche Struggles miteinander. Klar, außer mal so kleine Zickereien, das ist halt in jeder Beziehung so. Aber wir haben uns, früher hatten wir uns manchmal gestritten, aber jetzt gar nicht mehr. Und vor allem nicht deswegen. Also, du lässt mir jede Freiheit. Ich darf hier, ich streame ja zurzeit, ich habe ja letzten Monat, glaube ich, im Durchschnitt mindestens 4 Stunden am Tag gestreamt. Jeden einzelnen Tag. Also, 120 Stunden habe ich locker gestreamt. Deswegen auch Dankeschön für fast 1000 Subs in meinem ersten Twitch-Monat. Total krank. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und dementsprechend würde ich sagen, Sony lässt mir da jede Freiheit der Welt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch ein bisschen zum Gameplay, weil jetzt wird es interessant hier. Jetzt ist kurz hier der Sprungtismus am Start, aber jetzt nehmen wir es mit hier. Übrigens will ich gar nicht wissen, was heute alles in Fortnite Deutschland ist. Ich habe mich mit der RPG heute selber gekillt. Ihr werdet euch totlachen, wenn ihr die Folge dort seht, Alter. Hat kaum mal wieder einen vernichtet da unten. Und er musste mich, glaube ich, nicht ein einziges Mal aufheben in diesem Gameplay. Das ist schon mal eine kleine Steigerung. Da dachte ich, okay, der Typ will gleich pieken, deswegen schieße ich nochmal kurz zusammen, baue noch eine Wand, um mir noch ein bisschen den Faktor hier zu holen, des High Ground. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt lustigerweise gerade gar nicht mehr, was jetzt passiert, deswegen kann ich, manche haben sich ja beschwert, dass ich die Szenen manchmal irgendwie aufhören soll, die zu spoilern, deswegen kann ich sie jetzt zum Glück gar nicht spoilern, weil ich, wie gesagt, gar nicht mehr weiß, wie das hier war. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt habe ich selber, ich glaube, oder gehe ich jetzt doch einmal down. Oh, zum Glück nicht, ey, 2 HP, damit ich sagen kann, er musste mich nicht aufheben. So, das war jetzt mein 10. Kill. Das war es aber noch nicht mit Kills. Alles easy. So ist das Medi reingesneakt und jetzt sind da 2 Schilde. Ich hoffe, er droppt mir das jetzt auch. Perfekt. Okay. Also wir haben hier sogar das Dingens, das Rennfahrer-Duo. Ich war die Frau, er war der Typ, war so im Beziehungsmodus ein bisschen unterwegs. Natürlich auf No-Homo-Basis. Also bei uns ist das meistens No-Homo-Basis. Ich denke, das bleibt auch so. Jetzt haben noch 3 Gegner gelebt zu dem Zeitpunkt und ich weiß gar nicht mehr genau, warum Camo jetzt nochmal drauf geht. Ich glaube, Alter, meine Mats, das ist ja nicht mehr normal, Alter, 2,5k Mats, das war es wieder komplett. Ich weiß gar nicht genau, warum er jetzt stirbt. Ich glaube genau, er pusht hier den da hinten jetzt nämlich und wird absolut von dem auseinandergenommen, weil er wartet nie, weil Camo wartet nie auf mich, Alter. Er zieht immer durch, das war es wieder komplett. Wenn ich mit Camo spiele, fühle ich mich so ein bisschen wie Bushido und er ist Capital Bra. Er ist jetzt so der neue Newcomer im Game so. Und ich bin so Bushido, so der alte Hase. Ich finde das irgendwie nice, Mann. Ich finde die Kombination allein deswegen schon mega geil, Alter. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht das echt mega Spaß auf No Homo Bars. Genau, jetzt wurde er geholt und die Zone moved jetzt und die macht zu viel Damage. Deswegen hat er, an der Stelle hat er zu mir gesagt, Marcel, mach alleine, scheiß drauf.
Dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Na gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, mein Jump Pad aufgebaut. Genau, und jetzt der Typ war auch komplett lost, den geholt hat. Eigentlich komisch, dass er durch den gestorben ist. Eigentlich passt es nicht zu ihm, dass er durch den gestorben ist. Aber es war so. Ich glaube, der läuft jetzt einfach unter mir durch. Holt noch zu den Camo-Looten hier, aber dann. Nee, Digga, das war's für dich komplett. Der hat sogar die Lenkrakete gespielt, lol. Und jetzt weiß ich, was da gerade alles passiert ist, aber ich war jetzt in einer 1v1-Situation und der Typ. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, erstmal relativ lange gesucht. Oder ich glaube, ich spule mal ganz kurz hier mit meinem Controller. Weil ich habe jetzt. Genau, ich suche ihn hier die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt werde ich aber gleich auf ihn aufmerksam, weil es war ja eh klar, die Zone ist relativ klein. Ich dachte, der Typ sitzt locker in irgendeinem Busch oder so. Camo meinte so, man weiß nie, wo die sitzen. Unter irgendeiner Treppe. Und das war mein Stichwort. Unter irgendeiner Treppe hat mir geholfen, weil ich gucke jetzt unter der Treppe. Und da war er dann, glaube ich, sogar wirklich. Oder zumindest dort in der Nähe. Von der Treppe, die ich nämlich vorhin gebaut hatte. Ihr seht schon, ich Double Timer wieder absolut. Ich hätte die Scar mitgenommen. Habe ich sie mitgenommen? Ja, habe ich. Sehr gut. Da dachte ich schon, ich lasse sie jetzt liegen. Da hinten war noch ein Loot-Job. Gehe ich zu dem hin? Ich glaube, auf dem Weg dahin oder so sehe ich ihn jetzt. Wo ist er denn jetzt, Alter? Wo war er denn? Unter der Treppe, ne? Ey, so geil, Mann. Wie er in dem Busch gechillt hat. Ich komme nicht klar, Alter. Ohne Scheiß. Das war wieder so eine komische Höhe, wo man nicht so leicht Treppen bauen kann. Aber ich glaube, der Typ war eh komplett lost, Alter. Ganz genau. 12 Kills. Der Win war da, Leute. Ja, ich verbessere mich stetig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like. Da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall auch Kanus Kanal ab. Ich bin erstmal raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao, ciao.